In diesem Video spielen eine Rolle erstens meine Windstopper-Unterhosen, zweitens Fäustlinge, drittens eine Hüftleuchte und viertens meine Sportbrille. Dies sind nur vier Themen, die ich gleich bei meinen 11 Tipps zum Equipment im Winter ansprechen werde, damit du perfekt ausgestattet bist und richtig Böcke hast, auch im Winter laufen zu gehen. Und jetzt geht's gleich weiter. Ich laufe zu jeder Jahreszeit sehr gerne, auch im Winter. Auch weil ich im Winter sehr gut ausgerüstet bin. Was für mich gute Ausrüstung bedeutet, das möchte ich dir in den nächsten 11 Tipps nahebringen. Zunächst meine Empfehlung: Mach dir keine Sorgen vor Minusgraden. Es ist sicherlich ungesünder, im Winter nicht rauszugehen, als auch bei Minustemperaturen die Laufschuhe anzuziehen und Sport zu treiben. Ich selbst bin schon 2 Marathons gelaufen bei zweistelligen Minustemperaturen. Und wenn wir uns am Wintersport orientieren, also ich meine damit Biathlon, Skilanglauf, dann gelten doch die Regeln, dass bei 20 Grad minus und kälter Wettbewerbe nicht veranstaltet werden dürfen. Ab 15 Grad minus und kälter kann die Jury entscheiden, denn wenn zur Kälte auch noch Wind dazukommt, dann kann es natürlich sehr unangenehm sein. Für mich heißt das, bis minus 15 Grad mache ich mir keine Sorgen. Ob ich rausgehe, das heißt das natürlich noch lange nicht, aber grundsätzlich liebe ich es, auch im Winter zu laufen und wenn es mal kalt ist, dann weiß ich mich richtig anzuziehen. Und darum geht es in den nächsten Folien. Bei Laufkursen oder Lauftreffs beobachte ich es immer wieder, dass manche Läuferinnen und Läufer, aber vor allen Dingen die Mädels, sich viel zu warm anziehen. Es gilt die pauschale Empfehlung, dass man es richtig macht, wenn man nach dem Verlassen des Hauses oder du fährst zum Laufkurs, nach dem Verlassen des Autos noch leicht am Frieren ist. Ich nenne es Frösteln. Denn beim Laufen, bei der Bewegung, produziert der Körper natürlich Energie und diese Energie wärmt uns. Wenn wir aber schon warm an den Start gehen, dann kann es sein, dass diese Hitze für zu viel Wärme sorgt. Und wenn wir dann die oberste Lage von, wenn wir mehrere Lagen anhaben, aufmachen, dann riskieren wir möglicherweise durch die Feuchtigkeit bei der unteren Lage eine Erkältung. Also, wenn du rausgehst und du frierst, dann machst du alles richtig. Der Begriff Zwiebelprinzip ist dir sicherlich bekannt. Gemeint ist, dass man mehrere Lagen übereinander anzieht mit der Möglichkeit, ist man doch zu warm zum Sport gegangen, dass man die oberste Lage ausziehen kann. Also richtig angezogen ist jemand, der am Oberkörper ein Unterhemd anhat, also ein Sportunterhemd natürlich, ich spreche immer von Funktionskleidung, danach ein dickeres Oberteil und darüber noch eine dritte Lage, entweder eine Jacke oder, wie ich es bevorzuge, eine Laufweste. Ich finde Laufwesten viel angenehmer, weil der Körper dann doch besser atmen kann, das heißt besser schwitzen kann, besser ausdünsten kann als unter einer Laufjacke. Und was die Hosen angeht, ja, da kann man auch 2 Lagen übereinander anziehen, damit es einen nicht friert. Aber dazu habe ich nachher nochmal einen besonderen Tipp, zumindest für uns Jungs. Ja klar, Kleidung darf schick sein, sollte vielleicht auch schick sein, denn wenn wir uns schick fühlen, dann gehen wir noch lieber raus zur Verabredung. Aber noch wichtiger als dass Kleidung schick ist, ist, dass sie uns Sicherheit gibt. Ich rede hier von passiver Sicherheit. Und diese Sicherheit geben Reflektoren. Reflektoren reflektieren immer dann, wenn ein Fahrzeug uns entgegenkommt, das die Scheinwerferlichter anhat. Also ein Fahrrad auf einem Fahrradradweg zum Beispiel oder natürlich auch ein Auto. Je mehr Reflektoren, umso besser. Achte darauf bei deinem nächsten Einkauf. Wenn es kalt wird, dann gilt es ganz besonders, die Extremitäten zu schützen. Gemeint sind Hände, Füße und Kopf. Hier fangen wir als erstes an zu frieren und der Hintergrund ist, dass wenn es sehr kalt wird, der Körper vor allen Dingen versucht, die inneren Organe zu schützen, also Herz und Lunge zum Beispiel. Und dann wird das Blut möglicherweise
an den Händen und an den Zehen abgezogen. Ich spüre das sehr leicht. Schon bei Plus-Temperaturen von 5 Grad und kälter gehe ich nicht mehr ohne Kopfbedeckung raus, in der Regel eine Mütze oder auch ein Multifunktionstuch und nie ohne Handschuhe. Am angenehmsten hier sind Fäustlinge. Fäustlinge schützen nicht nur eben vor Kälte von außen, sondern die Finger können sich auch gegenseitig wärmen. Es bildet sich in den Fäustlingen eine angenehme Temperatur. Ein Tipp, der vor allen Dingen die Jungs interessiert. Auch beim neuen Erwerb von Laufhosen, kurzen oder langen Laufhosen, achtet auf die Windstopper-Qualität. Diese schützen doch noch ganz anders. Und wenn du deine üblichen Übergangslaufhosen auch im Winter anziehen möchtest, dann leg dir doch Windstopper-Unterhosen zu. Während Reflektoren vor allen Dingen passive Sicherheit geben, geben Leuchten aktive und passive Sicherheit. Was meine ich damit? Leuchten, die man an der Stirn, eben Stirnleuchten tragen kann, oder immer häufiger zu sehen an der Hüfte, geben natürlich auch passive Sicherheit, weil der Leuchtkegel von Weitem zu sehen ist. Allerdings helfen sie auch bei Dunkelheit zu sehen. Werden die Leuchten an der Hüfte getragen, dann helfen sie auch viel leichter, durch den Schattenwurf Wurzeln und andere Stolperstellen zu erkennen. Luxus hat der, der sowohl eine Sternleuchte als auch eine Hüftleuchte sein eigen nennen kann und damit unterwegs ist. Trailrunner machen das so. Sportbrillen sind auch im Winter ein ganz wichtiges Equipment, denn sie helfen uns besser zu sehen. Und wer besser sehen kann, der ist weniger gestresst, ist leistungsfähiger und natürlich viel sicherer unterwegs. Wenn Kälte oder Wind auf die Augen trifft, dann kneifen wir diese zusammen und es bildet sich Tränenflüssigkeit. Mit dem Ergebnis, dass wir nicht mehr so gut sehen können. Und gleiches gilt auch bei Sonnenlicht oder wenn die Sonne über Schnee reflektiert, auch dann kneifen wir die Augen zusammen. Wer allerdings eine Sportbrille trägt, idealerweise mit selbsttönenden Gläsern, der ist definitiv sicherer unterwegs und auch leistungsfähiger. Für Laufschuhe gelten im Winter im Prinzip die gleichen Kriterien, wie ich sie schon beschrieben habe in dem Video über die Zusammenhänge zwischen Laufstil und Laufschuhen. Unbedingt mal anschauen. Ein Kriterium ist aber im Winter etwas wichtiger, und zwar die Außensohle. Eine profilierte Außensohle, so wie es üblicherweise Trailschuhe haben, geben uns bei schwierigem, rutschigem Geläuf mehr Sicherheit. Dann kann es möglicherweise interessant sein, wenn das Obermaterial aus Gore-Tex-Membran besteht. Das verhindert etwas mehr, dass Feuchtigkeit von außen in den Schuh eindringt. Ja, und ein nettes Equipment zusätzlich ist es, eine Einlegesohle zu kaufen, eine Thermosohle, die die Füße noch mehr von der Kälte schützen, die wir über den Boden, über Asphalt insbesondere aufnehmen. Ich habe es anfangs gesagt, dass ich schon 2 Marathonläufe gemacht habe, bei Temperaturen zwischen minus 10 und minus 15 Grad. Was mir geholfen hat, sind Nasenpflaster, die man in der Apotheke kaufen kann. Diese Nasenpflaster klebt man natürlich von außen auf die Nase und diese heben die Nasenflügel so, dass man etwas leichter über die Nase Luft bekommt. Über die Nase einatmen und ausatmen. Damit schützt man die Atemwege. Solltest du mit dem Auto zum Laufkurs angereist sein, dann nimm im Auto etwas Wechselkleidung mit. Auch wenn es unangenehm erscheint, ziehe dich auch bei der Kälte kurz aus, die nassen Klamotten aus und ziehe dir warme Sachen an. Das schützt vor einem Infekt. Und wer mitgedacht hat, der hat auch eine Thermoskanne dabei mit etwas warmem Tee. Das tut gut. In diesem Sinne, viel Freude beim Laufen im Winter. Und waren für dich ein paar wertvolle Tipps dabei? Hast du möglicherweise schon parallel zum Video eine Einkaufsliste angelegt für deinen nächsten Shopping-Trip? Das wäre gut.
Jedenfalls an der Ausrüstung sollte es nicht liegen, dass du im Winter motiviert bist. Und wenn du noch erfahren möchtest, wie du dein Training abwechslungsreich gestalten kannst, so dass du die Form nicht nur erhältst, sondern auch aufbaust, dann schau weiter in diesem Video.